zunehmender Mangel an Fachkräften und das ganz bewusste Wahrnehmen von sozialer Verantwortung waren ausschlaggebend für die Bildungsoffensive im Hause Anker. So wird Menschen jeden Alters die Möglichkeit geboten, durch ein individuell abgestimmtes Ausbildungsprogramm den Lehrabschluss nachzuholen. Bei erfolgreichem Abschluss garantiert Anker Snack & Coffee die Übernahme der Absolventinnen und stellt Vollzeitarbeitsplätze zur Verfügung. Migranten, ältere Arbeitnehmer über 50 oder Menschen zwischen 20 und 30, die eine Ausbildung abgebrochen haben, zählen zu jener am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppe, die durch dieses Projekt wieder eine Chance bekommt. Also wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die wirklich sehr, sehr dankbar für die Chance waren, die wir ihnen damit geboten haben. Also gerade wenn das jetzt zum Beispiel Ältere waren oder jemand, der sich halt einfach schwerer tut, noch eine Ausbildung zu machen. Und dass die Leute dafür umso motivierter und engagierter ans Werk gegangen sind. Die Tatsache, dass aus 90 Bewerbern 12 ausgesucht werden konnten, unterstreicht die Bereitschaft zur Lehrausbildung im Erwachsenenalter. Natürlich erfolgt parallel dazu weiterhin die Lehrlingsausbildung für Jugendliche. Ich durfte die Teilnehmerinnen ja einige Male kennenlernen, wenn sie bei uns in der Zentrale waren. Und für mich war es einfach schön zu sehen, mit welchem Engagement und Begeisterung sie bei der Sache sind. Das Projekt von Anker ermöglicht es, am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen, wie etwa Menschen mit Migrationshintergrund oder älteren Arbeitnehmerinnen, über eine Lehre wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also mir persönlich hat es gebracht, dass ich mich aufgerafft habe, mit 53 den Lehrabschluss noch zu machen und einen Job nebenbei auch noch ergattert. Was will man mehr? Das Projekt zeigt, wie Unternehmen den Mangel an passenden Lehrlingen über ungenutzte Potenziale am Arbeitsmarkt lösen können.